Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute wieder auf einer kleinen Kackinsel. Juhu. Ich hatte gehofft, dass wir endlich mal wieder Festland bekommen, aber nein. Ich habe dazu ein bisschen abgesprochen. Und zwar spielen wir heute ein neues Modpack. Und zwar spielen wir Vize Beast Infinity Skyblock. Ja, ich wollte mir jetzt mal Worldly mal den richtigen Abschluss geben. Wenn ich weiß, was Infinity Skyblock ist, das ist ein Modpack, wer jetzt erwartet, und zwar hatten wir jetzt Spaß, da und zwar das gesamte Infinity Evolve Modpack, also dieses gesamte Modpack hier, ist im Expert-Mode. Das heißt, schauen wir uns mal so ein paar Rezepte an. So einen einfachen Pulverweiser machen wir mal. Ist ja nicht schwierig, kann ja jeder machen, ne? Ja, das sieht ja normal aus. Pisten ist kein Thema. Jetzt haben wir Reception Call. Koppergieß müssen wir in der Metal Press herstellen oder gießen. Und jetzt kommt der richtige Abschluss. Ein Machine Frame. Da brauchen wir eine Assembly Table und einen Laser. Okay, aber was ist jetzt so mit so schwierigen Sachen? So Late Game Sachen wie dem ME-System? Schauen wir uns das auch einmal an. Ja, das sieht ja noch normal aus. Braucht man nur Pure Fluix, Skystone, Engine Prozessoren und Zertus Quartz Wrench? Ja, okay, da wird es ein bisschen schwieriger. Okay, aber dieses Modpack hat noch eine ganz besondere Sache. Es ist möglich, die Creative Sachen, habt ihr gerade eben schon mal gesehen, wie ich das offen hatte, ich weiß. Die Creative Sachen, wie zum Beispiel den Mana Pool von Botania. Wir können eine Creative Energy Cell craften, die dementsprechend was teuer ist. Ja. Also das wird lustig. Okay, aber wenn man das einmal hat, dann sollte es ja eigentlich gehen, ne? Ich meine, das ist ja wirklich Endgame. Wir brauchen 4 Creative Energy Cells für einen Creative Portable Tank. Ja gut, aber viel härter kann es ja auch nicht mehr werden, oder? Dann das allerletzte Item. Der The Everlasting Guilty Pool, der Mana Pool mit unendlich Mana. Das wird lustig. Also, ihr werdet mich in diesem Pack auf jeden Fall verzweifeln sehen. Und was ich einmal ganz kurz mache, sagt, na, ihr habt meins und so. Hier der euch ist Chunk geloadet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ein bisschen an. So kriegen wir ein Setting aus. Ah ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich habe das Fax Texture Pack installiert. Wollte einfach mal wieder mitspielen, mal schauen, wie lange es hält. Und bevor ich jetzt das ganze Laufwerk mache. Setting. Ja, Settings sind noch teuer. Gibt's hier eigentlich? Ich bin gerade echt so blöd, um Shears zu schreiben. So. Ne, schade. Gibt nämlich mittlerweile auch Wooden Shears. Da habe ich mit dem Crazy, mit dem habe ich mal eine Zeit lang außerhalb von Aufnahmen einfach mal so privat ein bisschen. Vize Beast Sky Factory 2.5 gespielt. Schon nochmal zwei Zeppelins. Ja, und da gab es die Möglichkeit mit mit Holzschere, meine Güte, hör auf zu stammeln, du Spack. So, mit Holzscheren zu arbeiten. So, Output gibt nur zwei Stück. Urlaub. Wir machen jetzt aber einmal eine Crafting Station. Und es wird dunkel, sehr schön. Das sehe ich jetzt extra mal so. Warum platziere ich das jetzt so? Ganz einfach, wenn wir das so platzieren, können hier drauf keine Mobs spawnen. Und darauf haben wir es gerade mal abgesehen. Die regelt nicht? Ach, hier ist Savanne. Ja, das ist ja cool. So, was kann ich noch erzählen? Ich habe jetzt noch ein bisschen was verändert an meiner Aufnahmetechnik.
weil es ja andauernd kam, die Musik ist laut, du bist zu leise. Dann stelle ich die Musik was leiser, mich was lauter, du bist zu laut, die Musik ist zu leise. Ja. Hab gesagt, okay, machen wir da das. Ich nehme jetzt gerade hier ohne Musik auf, die Musik füge ich dann später noch ein. Jetzt müssen wir aber hier natürlich vorsichtig sein. Oh, da haben wir schon die Zilfuhr. Sehr, sehr wichtig. Weil nur mit Zilfuhr kommen wir an Sphinx ran. Ah ja, was ich ganz vergessen habe zu zeigen, hier hat er den Achievement. Gibt es jetzt, wo haben wir es? Immersive, F2, Solar. Hier, Skyblock. Hier, das ist so eine Art kleiner Guide, wonach man sich so ein bisschen richten kann. Gibt dann einmal hier. Ist es ein Helmet? Wir sollen backen. Dann Induction Smelter. Plutonium sollen wir kriegen. Ja. Dann hier so ein Ultimate Solar Panel. Das sind so generell Sachen, die generell wichtig werden könnten. Ja. Das wird generell lustig. Also. Wow. Das war scheiße. Leben am Limit hier. So. Wieso habe ich mich jetzt entschieden zu Infinity Evolve? Skyblock. Ich habe doch schon mal das Infinity Pack Gillets Played. Gillets Played. Ja, hab ich, aber ich hatte danach, als in der Zeit lang so der liebe Streetiker, also der liebe Klaus, hallo Klaus, da hatten wir eine Zeit lang so ein bisschen privat gespielt, weil der richtig Bock hatte auf ein Modpack. Und bei mir ja noch dazu kam hier so der Fall mit der Arbeitslosigkeit bei mir momentan, was blöderweise immer noch besteht, aber naja. Da hatten wir so ein bisschen privat gespielt, hatten wir das normale Infinity Evolve gespielt, aber im Expert Mode. Und naja, da ist irgendwann mein Pack abgeschmiert und ich konnte zum Verrecken nicht mehr starten. Und da waren wir schon verdammt weit, also wir haben uns da schon wirklich den Creative Sachen schon ordentlich angenähert. Und naja, da wollte ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen, da wollte ich gesagt, komm, mach's jetzt nochmal selbst. Mach's jetzt nochmal, hast du Bock drauf, aber diesmal den Skyblock. Das normale Infinity hast du jetzt schon gesehen. So, sehr schön. Dann können wir jetzt die Truhe. Okay, ich sehe gerade ein Problem. Wir müssen noch ein ja, scheiße. Verdammt. Boah, das ist. Weißt du was? Ich geh mal ganz kurz. Ja, hier nebenbei sieht er so ein bisschen noch das Anfangsproblematik. So. Ich will es gerade ein bisschen heller haben für die Aufnahme, solange wir noch keine Fackeln haben und so weiter. Ja, das waren gerade die Anfangsprobleme eben, hier eine Welt zu generieren. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir mal an einen Cobblestone-Generator kommen. Weil das Problem ist. Oder? Gibt's die Pebbles hier? Nö. Pebbles? Ne, gibt es nicht. Okay. Gut. Dann haben wir so ein kleines Problem, an die ranzukommen. So, nämlich, wenn wir jetzt die Lavaquelle setzen. Packen wir jetzt hier die halbe Welt ab. Okay, eher gesagt, ich will schon drei Viertel der Welt sagen, weil wir ein bisschen wenig Erde haben, also nicht brennbares Material. Aber dafür ein bisschen sehr viel Holz hier. Und da habe ich mir schon was überlegt. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es die Möglichkeit, dass wir über die Crafting Stations, wenn wir davon ein paar machen, ja, das ist jetzt das Bescheidste, was ich glaube ich je gemacht habe. Wir machen uns, bauen uns jetzt einfach mal eine. Jo. Wie soll ich es ausdrücken?
einen Cobblestone-Generator, einen Lava-Schutz aus Crafting Stations. Okay. Also ich werde auch sehen, ich werde es hier so lange erstmal spielen, bis wir Zugang haben zu dem 7 von Items und naja, das wollte ich dann auch screen machen, weil heute, wo ich das gerade aufnehme, ist der Tag da, also ich habe eben die letzte Folge von Worldly aufgenommen und naja, da würde ich gerne noch ein bisschen auslaufen lassen. So, da kommen wir dann mal 36. So, hier dran. Das wird schief gehen, das wird schon schief gehen. Ich sehe schon kommen. So, hier nochmal. Ein bisschen Dünger drauf. Ich hasse es. Okay. Dann einmal hochstecken. Ich will mich gleich schon in den Boden stürzen. Ey, meiner ist nicht installiert, oder? Muss ich mal ganz kurz nachschauen. Zero Funkies. Nö. Okay. Ich glaube, ich würde noch mal sagen, mit dem Holz, was wir jetzt hier bekommen, können wir so ein bisschen Tinkers schon mal anfangen. Ich hoffe doch, dass man hier das Holz wenigstens eine Axt machen kann. Wäre schon ziemlich Zugoi. Nö, kennst du Zugoi? Hab gerade einen blöden Spruch gesucht, aber mir ist nichts eingefallen. Ist glaube ich auch besser so für euch. So, jetzt einmal hier das ganze Laub wegmachen. Oh ja, da gibt es schon mal eine ordentliche Ressourcenbombe von Anfang. Also, mit welchen Mods werden wir hier arbeiten? Ganz blöd gesagt, all. Es ist blöd gesagt, aber es ist so der Fall. Wir werden mit Industrial Craft arbeiten müssen, wir werden Immersive benutzen müssen. Was werden wir noch benutzen müssen? Ja, E2 auf jeden Fall. Die Bienen werden vielleicht auch dran kommen müssen. Ja gut, wer jetzt sagt, ja gut, Bienen ist ja nicht so schlimm. Hier Genetics und oder... Ist immer Genetics? Na? Hier Genestream meinte ich. Naja. Hier so dieses Power-Modul, ne? Das kriegst du nur über eine Biene, über die Infinity. Die aus! Ist doch keine Biene. ja. Auf jeden Fall, das werden wir uns ein bisschen zusammenzüchten müssen. Und dementsprechend würde ich dann auf jeden Fall sagen, das werde ich schauen, dass ich auch sowas offscreen mache. Ja, Draconic Evolution werden wir auf jeden Fall benutzen. Ich mache mir nochmal hier oben eine Crafting Station. Boah, das ist ungewohnt. Ich muss jetzt echt über einige Ecken denken. Ja gut, ich meine, sowas kann ich eigentlich an sich ziemlich gut. Machen wir das schon mal so. Also ich bin generell so ein kleiner Querdenker, kannst du sagen, aber... So aus dem normalen Rhythmus jetzt mal rauszukommen. Weil normalerweise kommst du dazu am Anfang relativ schnell an Erde ran. Ja okay, wir würden jetzt auch schon so ein bisschen Erde zusammenbekommen. Ja, über Energieversorgung müssen wir uns auch Gedanken machen, weil hier einfach so Lava Crucible, so einfach so einen Kessel aufsetzen, Lava drunter und Lava herstellen, aber ein Lava-Generator ist nicht. Das Pack ist in dem Sinne noch schwerer gemacht, dass Lava-Energiequellen nicht möglich sind. Also der Lava-Generator, Magmatic Dynamo, Geothermal Generator, all diese Möglichkeiten sind deaktiviert. Aber das sollte kein Thema sein. Und weil er einfach sagt, ich mach dir doch einfach einen blöden Big Reactor und so wie immer, alles gut, bla bla bla.
wird auch problematisch, weil, das kann ich jetzt gleich mal zeigen, ich will ganz kurz hier das hier noch wegmachen und mich einmal hier jetzt draufstellen. Schauen wir mal den Big Reactor an. Ist doch kein Thema, so ein Controller. Ja gut, so Red Pipe Wire und ein Computer. Ja, ist schon ein bisschen schwieriger, aber möglich. Reactor Casing, sehr gut. Stahl ist jetzt auch nicht die Welt. Electrical Steel auch nicht. In eurem Fuel Rod. Hardened Glass ist kein Thema, aber ein Pellet auf RTG Fuel. Da brauchen wir Dense Iron Plates und Plutonium. Yeah. Und die Lorium, das wird glaube ich auch nicht so einfach. Oh, es gibt die Lorium Gravel Ore. Was können wir denn alles rausholen? Wir haben Lapis, Diamonds, Zinn, Gold, Lead, Iron, Platin. Ja, Platin. Appetite. Jetzt interessiert mich mal gerade. Ancient Spores. Oh, Crush Uranium. Kokor, Cactus Seeds. Warte mal. Bin ich gerade oder fehlt mir hier dabei? Ja, hier gibt es Gloss und das. Geist und das, Diamond Dust, gehen auch noch aus Sulfur. Ja, das wird schon schwieriger. Über Grasblitz kriegen wir auch die Witchery Seeds. Ja, über den Slime. Slime bekommen. Hiermit werde ich auf jeden Fall jetzt mal arbeiten, Marvel, oder? Muss mal schauen, bin ich mir nicht sicher, ich würde aber generell sagen. Barber Tree, Birch, Bruce, Atlantia, Potato. Ja, also es wird schon lustig. Hier wirken wir bekommen aus Nether. Ja, Moment, wie kommen wir an das Nether weg? Die ist schon gerade kommen, ne? Und aus Endstone bekommen wir Platin und wie kriegen wir Endstone? Ja gut, Endstone und Resonant Ender. Oder halt das Ganze mit auf Obsidian. Ja, auf jeden Fall, das sind so Sachen, wo wir uns später drauf kommen müssen. Ich würde jetzt generell erstmal sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um hier und jetzt erstmal hier ordentlich das Holz abbauen. Noch ist dem sogar nochmal zwei weitere Crocs. Tut mir aber auch mal gut, wieder mit dem Zwecks Texture Pack zu spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Packs hintereinander nicht mit Texture Pack gespielt. Nee, stimmt nicht. Bei Infinity hatte ich mit dem Faithful gespielt. Ja, es kann sein, dass ich hier auch nochmal wechseln muss später. Aber naja. Werden wir erstmal sehen, wenn es soweit ist. Ich will jetzt mal hier mit. Immer noch mein Lieblings-Texture Pack. Ja. Hier, das ist kaputt. So. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall mittlerweile schon nicht mehr so ganz unerfahren in diesem Bereich Mathematik. Ich habe ja schon damals in Infinity kenne ich mittlerweile wieder was aus. Ich habe mich auch wieder mal ein bisschen dazu gedämpft im Bereich, wie heißt es? ICQ? Also so ist das schon mal kein Thema. Also ich komme schon wieder mit ein paar Basics. Gut, Basics. Basics bis Late-Game-Sachen kennen wir so schon wieder aus. Ist alles kein Thema. Also ich weiß nicht, wie wir auch einen Atomreaktor ins Laufen kriegen würden. So. Aber ich sehe auch gerade, die Folge ist langsam vorbei. Was ich mal ganz kurz zeigen könnte. Es ist jedes Jahr einen Bucket, also einen stinknormalen Eimer zu craften. Jesus, und das ist schwierig. Da braucht man drei Iron Plates. Ja, und dann Iron Plates ranzukommen. Braucht man Forgehammer. Und der Forgehammer braucht Eisen und ein Treated Stick. Und Treated Stick. Treated Wood und Treated Wood Plank. Ja. Ist Holz mit Creosote Oil. Also wir werden lustig vorankommen müssen. Also erstes Ziel wird sein, wir brauchen einen Kochofen. Ich kümmere mich dann jetzt hier erstmal um dieses Zeug hier. Game Rules habe ich noch keine eingestellt, werde ich aber einstellen wollen, dass Creeper keinen Blockschaden machen. Das ist mir meiner Meinung nach bei Stone of Skybox Insel
Ist für mich so ein Teil, was man mal machen kann. Wenn ich sterben sollte, dass ich die Items behalte, werde ich mal schauen. Werde ich vielleicht reinmachen, bin ich mir noch nicht sicher. Aber weißt du was? Ich lasse es erstmal draußen und ich. Wir können ja dann erstmal schreiben, ob ich das reinmachen soll oder nicht. Ja, mach mal dazu. Okay, dann würde ich sagen, ich fäll den Baum hier jetzt noch zu Ende. Das ist ja noch ein gutes Stück, wenn man hier so reinschaut. Ja, den fäll ich jetzt noch zu Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.